Hallo zusammen, Maya3007 hier. Heute gibt's meine Neuzugänge aus dem Oktober 2015 für euch. Es sind insgesamt hier 7 Stück geworden. Anfang des Monats lag mein Sub ja bei 23 Büchern. Ich habe in diesem Monat, wie gesagt, 7 neue Bücher gekauft, 5 gelesen und 2 von meinem Sub aussortiert, wo ich mir gedacht habe, komm, die lest ihr doch nicht. Das waren die Bücher, wo ich ja bei meinem ersten Sub-Video schon mal gesagt habe, dass es ziemlich wackelig ist, ob ich die überhaupt lese. Und drum ist mein Sub jetzt auch wieder bei 23 Büchern, also genau an dem Punkt, wo er auch im Oktober war. Er hat sich nicht erhöht, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn er gesunken wäre. Ich weiß, viele von euch wären froh, wenn sie nur 23 Bücher auf dem Sub haben, aber für mich ist das auch schon wieder eine ganze Menge. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an mit den Büchern. Die meisten kennt ihr ja schon von meinem Frankfurter Buchmessen-Video. Nämlich zum einen Richard Auer, Lammauftrieb, habe ich ja mittlerweile schon gelesen. War ein Rezensionsexemplar vom Emons Verlag, hat 5 Sterne bekommen. Hat mir sehr gut gefallen. Der 5. Band der Mike Morgenstern-Reihe. Dann habe ich ein Buch beim Gmeiner Verlag geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal. Nämlich Ulrich Meyer, Gift im Brezelteig. Ein Buch, auf das ich mich auch schon total freue. Dann das Buch, wo ich gerade am Lesen bin. Rita Mayborn und Snaky Pipewown. Für eine Handvoll Mäuse. Ein Fall für Miss Murphy. Wollte ich an der Halloween-Lesenacht lesen, aber ich muss gestehen, aus der Lesenacht ist nichts geworden. Ich war da am Abend schon dermaßen müde, dass ich die Lesenacht abgeblasen habe. Es hätte nicht funktioniert. Wie gesagt, ich bin mittendrin in diesem Buch, macht mir bis jetzt viel Spaß. Da wird es auf jeden Fall irgendwann die Rezension dazu geben. Dann habe ich mir auch ein Buch gekauft wieder auf der Buchmesse. Leonhard F. Seidel, Viecher. Ein Krimi, der im Isental spielt. Auch auf dieses Buch freue ich mich schon richtig. Dann ein Buch, auf das ich sehr, sehr gespannt bin, wie es mir gefallen wird. Nele Neuhaus, eine unbeliebte Frau. Von Nele Neuhaus schwärmen ja so viele. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren, ob mir die Reihe gefällt. Ich werde, wie gesagt, dann berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Und dann ein Buch, auf das ich mich auch total freue. Das habe ich mir bei Amazon bestellt. Gina Greifenstein, Spektakulum. Ein Fall für Paula Stern. Es spielt in der Pfalz. Ich habe ja die Pfalz-Krimis von Harald Schneider, also die Rainer-Palzke-Reihe, alles schon gelesen. Jetzt wollte ich einfach mal schauen, was es denn sonst noch so am Pfalz-Krimis gibt. Dieses Buch hört sich auch total spannend und lustig an, also genau mein Geschmack. Ich bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass ich es bald aus dem TBR-Chat ziehen werde. Und dann habe ich mir noch ein Buch besorgt, das habe ich irgendwann schon mal aussortiert, aber ich habe mir gedacht, gib der Reihe jetzt doch nochmal eine Chance. Nämlich Jean-Luc Banalet, oder wie man es auch immer ausspricht, Mensch, Bretonische Verhältnisse. Ein Fall für Kommissar Dupin. Ist jetzt auch wieder auf meinem Sub. Ich bin gespannt drauf. Wie gesagt, Spektakulum habe ich mir ja bei Amazon bestellt. Da habe ich mir noch ein Buch mit dazu bestellt. Kein Sub-Buch, sondern ich habe es ja schon mal gelesen. Fernwehträume von Hermann Bauer. Da hatte ich bisher ja nur die alte kleine Ausgabe. Moment. Diese hier. Und das ist jetzt eben die neuere Ausgabe. Und ich freue mich jetzt total, weil die alte Ausgabe hat bei den Gmeiner Büchern so rausgestochen. Darum habe ich mir gedacht, komm, hol dir dieses Buch jetzt in der neuen Ausgabe, dann sehen alle Bücher gleich aus im Regal. Das waren jetzt meine Neuzugänge aus dem Oktober. Kennt ihr schon eins der Bücher, die ich gezeigt habe? Wenn ja, würde es mich interessieren, ob ihr sie mir empfehlen könnt. Ihr wisst ja, wo die Kommentare zu finden sind. Also, wir sehen uns bald mal wieder.
Meier 3007.